Jo, da sind wir wieder. Ich bin mal wieder soweit. Wir haben wieder einen neuen Part. Mal gucken, wie der Laden jetzt heißt. Dö-düm, dö-düm, dö-düm. Augentoast mit Speckhahn. Lecker. Du hast gesagt, aber du wolltest 6 was. $6 ist ein bisschen wenig. Du wolltest was mit Toastbrot, hast du gesagt. Das ist richtig. Store is open. Weißt du, an was mich diese Stimme erinnert? Half-Life. Vorhin hatten wir es drüber. Bisschen, ja. Aber hier sind haufenweise neue Produkte. Wir müssen gucken. Jetzt darf von allem bloß noch eins drin sein, immer. Erstmal. Weiß ich. Warte mal, da kann ich direkt hier mal was rausholen. Ach, hast du schon gemacht. Ja. Jetzt wird das ja langsam anspruchsvoll, das geht. Ja, erstmal, das kriegt man noch hin. Was hat denn für ein Scheiß? Komm mal hier rein da mit dir. Witz. Sind wir schon Handwerksladen? Nö, soweit ich weiß noch nicht. Bohnen. Ah, hier. Oh ja, die guten salzigen. Oh, die salzigen. Oh, ja, Frauen lieben die. Salzig. Manchmal sind die ein bisschen bitter. Ach, die habe ich schon. Oh, hoppla, habe ich nicht gesehen. Die haben wir schon. Manchmal ist es ein bisschen bitter, aber... Je nachdem, was in die Cracker eingearbeitet wird. Oh, neue Äpfel. So, was haben wir da? Ah, Bohnenschuppe. Ja, komm mal voran. Ne, Bohnensuppe hat man von Anfang an. Aber haben wir noch ein freies Regal irgendwo? Jetzt gerade nicht. Nimm die Bohnen da weg. Nimm die Bohnen weg, bitte. So. Da hier, die guten Brotkrusten. Die ich ihm jetzt im Arsch schiebe anscheinend. Doch nicht? Ach, der freut sich drüber. Gibt sogar noch Trinkgeld. Siehst du mal. Oh, wir haben Morning Crunch. Das heißt nur so, weil da ein Vogel drauf ist und im Grunde knapperst du da ganz, ganz kleine Vögel. Okay. Bread Cylinders. Aber die Dinger mag ich eigentlich gar nicht. Diese Brotdinger? Ja. Ah, ich mag dieses, es gibt doch dieses... Oh, hoppla. Diese Brotchips. Ich glaube, wir brauchen aktiv mehr Regale. Das reicht nicht, ich weiß. Ich glaube, als nächstes brauchen wir mal solche Autokassen. Andererseits, wir brauchen natürlich auch, dass hier nicht so viel Waschmittel drin steht. Die müssen mal Waschmittel kaufen. Das geht dann wieder los, sobald die Waschmittelkriege beginnen, dann... Hier Waschmittel. Dann dealen wir damit. Das glaube ich auch. Hier haben wir doch nochmal ein paar von den Cakes hier. Können wir die mal leer machen? Machen wir nochmal Kiste weg. Ich muss mal hier ein paar Kisten aus dem Weg räumen, mal eben. Man stapelt sich hier im Laden. Mal. Ah, bist du leer? Und warum hast du ihn geschlossen? Ich wollte die Kunden im Laden einsperren. Nein, Quatsch. Um die Leute zu trollen. Offen geschlossen, offen geschlossen. Ihr geht jetzt raus, um wieder reinzukommen. Ihr habt was vergessen. Kauft neu. So. Ah, wir haben Mehl gekauft. Gut. Das ist gar kein Mehl. Gut, doch, was liegt denn da hinten? Leere Box. Ich habe eine Box entsorgt. Krass. Töte diesen Mann. Richtig. Es geht doch nicht. Kannst du es wagen? Ich fasse mal die Preise kurz an. Joa, ich werde jetzt mal ein paar nochmal abzocken. Ich warte noch, bis du die Preise abkassierst. Nee, ich glaube, in dem Moment, in dem die Sachen nehmen, ist der Preis fest. Das weiß ich nicht. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Leute, wo bleibt ihr? Ich bin hier an der Kasse und ihr seid nicht da. Was ist das denn für ein Laden? Ist doch unser Laden. Ah, hier. Da, guck mal, jetzt geht's doch hier. Die hat mal was Vernünftiges gekauft. Irgendwer hat dir ganz viel Mehl und Zucker bestellt. 1967, wie kommst du auf die Summe? Irgendwas stimmt nicht. Ja, es muss 69 heißen. Nein. Das muss hinten eine Null sein. Ja, jetzt, ich hab's ja auch gerade erst angepasst. Wahrscheinlich haben die es wirklich schon genommen. Das kann sein. I use my credit card. Und dann zahlen sie bar. Das ist jetzt aber nicht passiert. Aber es ist auch schon passiert. Okay, das hatte ich jetzt noch nicht gesehen aktiv. Ja, du hörst ja auch. Zu wissen. Ja, es kommt halt drauf an, ne? Je nachdem, was du gerade sagst, höre ich halt eher auf dich und nicht auf die Kunden. Oh, der hört auf mich, Mensch. Siehst du mal, das ist ein Luxus.
Ich nehme mal jetzt ein bisschen Apfelzimt weg. Es tut zwar weh, aber Morning Crunch muss irgendwo hin. Aber Apfelzimt! Wir müssen noch ein Apfelzimtregal kaufen. Ja, finde ich auch. Das machen wir auch noch. Es wird der Tag kommen, dann kriegt Apfelzimt eine eigene Abteilung. Und die Leute werden feiern. Genau, das wird dann nur noch gekauft. Da kommen dann Leute mit ganzen Wagenladungen von Apfelzimt angelaufen. Ich habe das Gefühl, das, was du nicht da hast, das kaufen sie immer so. Ach, jetzt habe ich die Kasse geschlossen. Natürlich ist die Kasse offen. Die Kasse ist nie geschlossen. Die Kartons haben so viel Gewicht, die drücken tatsächlich langsam hier hinten raus. Nein, das bildest du dir ein. Die haben tatsächlich eine eigene Physik, habe ich das Gefühl. Ja, ich glaube auch. Die haben... Komm, nimm oh mein Gott, raus. Die Kartons sind so mächtig geworden, die haben ihre eigene Physik erschaffen. Ja, die haben eine eigene Dimension, in der sie gültig sind. Ja, jetzt gerade immer ganz gut mit allem bestückt, habe ich das Gefühl. Also außer im Schritt, ja, aber ansonsten exactly sieht's gut aus. Wir haben aber kein weißes Bier mehr im Laden. Doch. Im Dings. Ja, ich habe den Karton gerade leer gemacht. Ich weiß nicht, ob da noch einer ist. Ach so. Nur Bier. Ja, aber es ist ja voll. Das Regal ist ja gerade noch voll. Ja, was heißt voll? Es ist leicht angefüllt. Ja, dann bestell ruhig neu. Es ist okay, wenn so ein Lastwagen kommt, wenn für einen Kasten Bier. Ja, natürlich. Ganz normales Verhalten. Ist doch nicht so, als ob Sprit irgendwie so ein Thema wäre oder so. Und wir haben kein Waschmittel mehr, glaube ich. This is perfect. Nee, glaube ich nicht. Ja, jetzt kommen sie auch schon wieder. Zweimal Mr. Wash. Nehmen wir nochmal ein Mehl dazu. Einfach um safe zu sein und ein Apfelzimt, weil es muss. So, und dann müssen wir die Apfelzimt-Zeiten, wo wir alles in ein Regal kloppen konnten. Oh, Morning Crunch geht gerade. Bin ich so hart dabei? Ja, ich glaube, Morning Crunch muss ich noch anpassen. Der Preis scheint ein Komma zu sein noch. Hier muss derselbe sein. Ist das nicht das? So, das ist das wahrscheinlich das da. Nur. Bisschen Mehl. Wir könnten eine Checkout-Kasse tatsächlich jetzt machen. Das klingt in der Tat cool. Kannst du mal eins bestellen davon? Oder soll ich machen? Muss ich gleich gucken. Ich mache eben Laster leer. Ja. Hier gehen wir jetzt so in die Ecke. Der muss natürlich auch mit. Hier, der obligate Steinlaufkaktus. So, einmal Waschmittel. Na komm, geh dahinter. So. Ich werf die einfach nur oben drüber. Das mache ich normalerweise auch, aber irgendwie hängen die bei mir immer so. Ich weiß auch nicht. Die haben ihre eigene Physik, sag ich doch. Oh, $46 Rückgeld. Geil, wenn wir die Kunden so richtig abziehen könnte, so hier, verpiss dich, so richtig betrügen. Also das ist zu viel Wechselgeld, das gibt hier eine Wechselgeldsteuer. Nee, wenn man einfach sagen könnte, ich gebe dir nicht so viel zurück, verpiss dich. Richtig. Das tat man dann als Wechselgeldsteuer. Sag mal, das muss so. Okay, Mehl haben wir jetzt auf jeden Fall genug. Wir haben hinten auf jeden Fall noch ein bisschen was im Lager stehen. Ich vermute mal, das wird ewig dauern mit diesen Bezahlkassen, oder? Da werden wir wahrscheinlich sehr viele brauchen, um uns wirklich zu entlasten. Eine wird wahrscheinlich nicht reichen. Wahrscheinlich. Ich hasse schon eine bestellt, dann bestelle ich jetzt mal eine. Ne, ich mache jetzt eben, ich bin jetzt gerade frei. Ja, irgendwas ist gerade leer geworden mit dem Laden. Das ist interessant. So, erstmal. Das ist Store-Equipment wahrscheinlich, ne? Ich weiß es nicht. Hier sind keine Kassen. Hier ist eine normale Kasse, die ich holen kann. Die kostet 400, aber... Ach, echt nicht? Darf ich da mal gucken? Ach, die Nudelsuppe. Self-Checkout haben wir noch nicht. Self-Checkout kostet 700 und die ist noch ausgegraut. Oh, okay. Deswegen, da brauchen wir noch ein bisschen was mehr. Erforderliche Store-Ebene... Ich glaube, da steht eine 5, wenn ich das richtig entziffern kann. Ja, das ist ein bisschen blöd gemacht, wenn ich ehrlich bin. Wir brauchen also 5.
Wahrscheinlich unglaublich teuer. 1250. Das ist nicht so viel teurer als das letzte Mal tatsächlich. Unsere also, grüne Milch geht aus. Geht. Kannst du grüne Milch bestellen? Oh, bist du schon wieder hier. Ja. Und irgendwas ist da vorne nicht einsortiert mehr. Ich weiß nicht, ob da was fehlt oder. Ja, wenn da was nicht einsortiert ist, dann fehlt da auch was. Ja, was mache ich denn? Grüne Milch, hast du gesagt, ne? Ich habe vor kurzem meinen Stundenplan gekriegt fürs letzte Ausbildungsjahr. Okay. Ich habe 2 Lehrer aus dem ersten Ausbildungsjahr wieder. Mein Programmierlehrer, der mir nichts beigebracht hat. Das wird toll, der darf mir Linux nicht beibringen. Du weißt ja, Linux ist was für Leute, die wissen, was man damit anfangen kann. Für alle anderen nicht. Ja, ich meine, das ist PowerShell auch und da habe ich hier gerade ein PowerShell für Dummies-Heft, was ich auch nicht arbeiten darf. Ja gut, PowerShell ist auch bei Windows eine Sache. Die muss man auch da können. Ja, aber Linux brauche ich für die Prüfung, wenn ich Pech habe. Ah, okay. Anscheinend gab es da mal ein 1,5 Seiten langes PowerShell-Skript in einer Prüfung. Für 6 Punkte. Lohnt sich voll, also. Ja, also es ist halt immer so die Frage, lohnt sich die Aufgabe in der Zeit, ne? Hat sich nicht. Ja, ich hatte auch eine in den Prüfungen der letzten Jahre, da waren auch zweimal die Aufgabe zusammen, du hast diese Daten, gib die auf dem Papier als CSV-Datei an. Ja. War die lang? Ja. Okay. Ich hab die Zwischenprüfung ja gemacht und habe festgestellt, ich meine, du kannst die Punkte kriegen, aber ja. Du kannst auch in der Zeit gucken, dass du irgendwas machst, was dir deutlich mehr Punkte bringt, weil das war einfach nur eine sinnlose Schreibarbeit. Oh Mann. Du rechnest ja du hast eine Minute pro Punkt quasi. Irgendwas fehlt doch hier. Oder? Also die Chicken Soup, die habe ich jetzt gerade einsortiert. Habe ich gesehen, aber irgendwas anderes fehlt, glaube ich. Ach, wir haben noch blaue Milch, ja. Wir sind nicht bei Star Wars. Grüne Milch habe ich bestellt, die ist da. Ja. Lila auch? Lila Bier? Unser Obst ist ja ziemlich leer. Das Bier mit dem Sternchen haben wir gerade in 2 Regalen auf jeden Fall. Ja, habe ich auch schon gesehen. Ich guck mal ganz kurz, was fehlt. Mehl sieht gut aus, Apfelzip, Basmati-Reis fehlt. Lila Bier brauchen wir auf jeden Fall. Ja, ich guck gleich. Ja, der Reis fehlt, stimmt. Turzingen, Apfel ist schlecht, Avocado ist schlecht, Banane ist schlecht, Kohl ist ganz leer, Frühstückskekse. Ja, Obst ist ein bisschen Mangel. Kokosnuss, Gurke, ach, Gurke haben wir jetzt auch. Grapefruit. Ja, wir brauchen langsam mehr Lagerregale. Ja. Obstregale meinst du? Ich würde auch sagen, tatsächlich holen wir uns ein paar Regale für hier hinten im Lager, dann können wir, wenn was aus ist, davon große, wir können große Kühlschränke bestellen. Ich bestell mal einen. Wo stellen wir den hin? Darüber mache ich mir Gedanken, wenn wir ihn haben. Okay. Wir sind ja Profis, von daher. Wir sind Profis, wir organisieren das spontan. Richtig. Nicht so wie alle anderen, die da irgendwie lange planen müssen. Ja, Logistik und Plan kostet halt alles Zeit. Kassierst du kurz gerade ab oder wo bist du gerade? Ja, mache ich jetzt. Okay, ich habe nur gerade gesehen, dass da wieder ein bisschen was doppelt einsortiert war. Kann ich jetzt aber gerade nicht groß ändern. Und dein innerer Monk akzeptiert das nicht. Richtig. Apropos doppelt einsortiert, sind ein paar Sachen doppelt einsortiert. Ach, die kaufen gar nichts mehr, weil die Kasse zu voll ist. Das kann gut sein. Die bleiben wirklich stehen dann. Verstehe ich zwar nicht, aber... Ja, die bleiben dann einfach stehen und machen nichts mehr. Ja, warum? Warte mal. Wieso gebe ich dem jetzt hier Wechselgeld? Ja, ich habe wieder nur auf den Preis geguckt und nicht auf auf das, dass er richtig bezahlt. Ja, es ist wirklich so. Wenn die Kasse zu... Wenn da zu viele warten, dann bleiben die einfach stehen und machen nichts mehr. Mhm. Als ob das irgendwie problematisch wäre. Normales Verhalten von Kunden, habe ich gehört. Guck mal, draußen ist jede Menge Platz. Die können die Kasse bis draußen vollstellen. Das geht doch. Das Problem ist, es gibt sowas bei solchen ganz besonderen Sachen. Ach, wir haben Sachen im Lager? Das wusste ich nicht mal. Ich sag nur, bei der Gamescom demnächst, da wird es auch erstmal eine lange Schlange geben, bis wir da drin sind. Und eine lange Warteschlange gibt's auch. Eine Dose Bohnensuppe. Ja, super. 1,40. Na, immer.
Kassier den extra ab. Ja, der nächste mit einer Dose. Junge, ich schick dich gleich wieder rein. Was geht denn ab mit dir? Ach, fuck. Bleibt in der scheiß Karton. Kaufen alle nur einzelne Sachen. Wir müssen ja echt mal klar Schiff machen, das ist echt furchtbar, wie sie aussieht. Nein, da gehen noch ein paar Kartons hin. Ja, okay, hast recht. Ich hatte einen Moment der Schwäche, es tut mir leid, Meister. Wie kannst du es wagen? Ach, davor, das ist wirklich so ein richtig vollgemüllt. Okay, gibt's leider. Ja, natürlich. Das ist perfekt. Ah, ja, die Leute mögen das. Eben, das ist warte mal, doch dafür fahren ein... die hier raus. Guck mal, was haben wir denn sonst zu bieten außer unseren Haufen da hinten? Marketingtechnisch. Das macht jetzt nicht besser, das zu sagen. Unser Haufen. Ja, natürlich. Als was würdest du es sonst bezeichnen? Als schlecht organisierten Stapel. Ich möchte nicht, dass du sagst, dass in unserem Geschäft Haufen sind, ja? Das klingt falsch. Das klingt voll. Es klingt voll. Andererseits, wir haben hier keine Toiletten. Das könnte passieren. Siehst du? Warte mal, ich habe doch noch die Kokosnüsse. Ah, hier, Kokosnüsse. Jetzt können wir unseren Kunden Kokosnüsse an den Kopf werfen. Geil. Ja, mach mal. Die kaufen nämlich gerade nur einzelne Sachen. Das geht so nicht. Ja, ich muss mal die Preise kurz anpassen wieder. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Was? Wir nehmen immer die Kreditkarte entgegen, geben sie aber nie wieder. Ist das mein Problem? Weil der Kunde hält da nicht die Hand hin oder so wegen Karte zurück. Nein. Müsste man echt mal testen, was passt denn hier in diesen großen rein? Und normalerweise müsste man die Karte von denen übrigens ja auch gar nicht annehmen, weil die ziehen die ja normalerweise selber drüber. Das ist eigentlich ein Fehler vom Spiel. Ja, ist mir auch egal. Oh, weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt habe ich ein großes Regal geholt. Das ist jetzt für Milch. Oh ja. Du bist gerade wieder eine verkauft worden. Hinten im Regal sehe ich auf jeden Fall in den Getränken zwei leere Sachen. Ja. Keine Ahnung. Das ist es nicht. Blau? Blau ist es? Schliefen ist leer? Ich glaube, könnte lila sein vielleicht. Lila ist auch leer, ja. Habe ich das nicht erst bestellt? Also, ne? Ich weiß nicht, was du bestellt hast. Langsam verliere ich den Überblick. Kokosnüsse. Ja, okay. Was? Nein. Lila brauchen wir noch. Wie kann man hier den Überblick verlieren? Wir brauchen einfach tatsächlich jetzt langsam mal vernünftiges Lager. Dass wir die Sachen, einmal ein Lagerding für Apfel, Zimt und so weiter, dann müssen wir dann nur noch rausholen. Weißt du? Oh. Okay, lila ist leer. Lila, rot und Schnauzer fehlt. Und Milch. Aber hier hinten war noch Milch. Ne, Schnauzer haben wir noch. Schnauzerbier kommt jetzt hier rein. Okay. Erstmal. Exactly what I need. Da geht so ein ganzes Teil rein in die Großen. Finde ich gut. Nummer 4 ist. Ja, die Großen sind wahrscheinlich ordentlich besser. Größer ist besser. Jo. Also, wenn du aufstocken willst, deine Sachen, ne? Dann musst du tatsächlich die Kasse stehen lassen. Dann warten die Kunden stundenlang. Hol nichts Neues mehr. Dann kannst du erstmal auffüllen. Und dann geht das schnell wieder weg. Ja. Ich glaube, so läuft es dann wahrscheinlich auch, wenn du alleine arbeitest, weil du kommst ja irgendwann nicht mehr hinterher. Hier ist eine Frau, die kommt an und kauft eine Gurke. Das wird eine heiße Nacht. Geh in den Laden zurück. Kauf dir was anderes. So, ich nehme jetzt erstmal den anderen. Oder zeig mir, wie du diese Gurke verwendest. Das wäre auch okay. Natürlich. Was auch sonst? Ich steck sie mir in den Mund. Ich zeig dir das. Nein, du gehst jetzt nach hinten. Du kaufst neue Sachen. So, lass ich den Typen vor. Nicht nur eine Gurke kaufen, Madame. Außer es ist meine Gurke. Was? Das du ist jetzt das diese eine Gurke kaufen. Das ist okay, jetzt das große Obstregal. Das ist doch gar kein Unterschied zu einem anderen. Nice. Oder haben wir schon die weißt großen? Du, die kommt hier an, zahlt eine einzelne Gurke mit Kreditkarte.
eine. Mit einer Kreditkarte. Klar. Wer macht denn sowas? Sie? Ja, offensichtlich. Gerade waren die Äpfel und so sehr merkwürdig. Das Spiel ist auch kurz stehen geblieben. Die waren sehr oval. Rote Äpfel werden weniger. Ach, du fällst auf, hier oben fehlt irgendwas. Ich guck gleich mal. Ich guck auch jetzt mal ein bisschen mit rum. Das Achtung-Bier. Das steht jetzt woanders. Eingeräumt. Ach so, das steht woanders. Das steht jetzt in dem großen Getränkeding. Ah, aber das ist doch... Ist das wirklich groß? Weil das sieht irgendwie genauso aus wie die anderen. Da passt deutlich mehr rein. Ah, ne, das ist nicht das Achtung-Bier. Ah, das ist das andere, okay. Das Achtung ist das mit dem Ausrufezeichen. Warte mal, ich wollte noch irgendwas holen. Ach, ich hole mir jetzt nochmal so einen großen Kühlschrank. Kann man die kleinen auch verkaufen? Das weiß ich nicht, aber ich würde jetzt gerne die großen haben, tatsächlich, weil die irgendwie besser sind. Ja, natürlich. Die sind groß. Deswegen meine ich ja, wenn man die kleinen verkaufen könnte, damit man halt, hier, wie heißt es? Ja, damit du Platz sparst. Und auch alles reinkriegst halt. Genau. Ja. Damit du nicht so oft nachfüllen musst. Ich kassiere mal kurz ab. Mhm. Das hier? Nein. Da. Egal, jetzt haben wir das. Aber als nächstes würde ich tatsächlich jetzt auf die nächste Stufe sparen. Ja, die nächste Stufe wäre schon eine Maßnahme. Suppe ist aus, ich weiß gerade noch nicht welche. Wir haben nur Hühner und geschackte Tomaten. Die Nudelsuppe war da links. Die müsste eigentlich noch da sein. Links oben ist der? Nee, das ist Waschpulver gewesen, das habe ich nachbestellt. Aber Waschpulver steht doch unten. Dann weiß ich auch nicht. Oben standen Dosen, das weiß ich. Ich habe auf jeden Fall alles nachbestellt, was nicht mehr da war. Und was ist, war bei niemandem null. Ich hol mal eben raus. Thanks. Einzelne Milch. Exactly what I need. Goodbye. Brauchen wir noch Mehl? Ja, ein bisschen. Mal nachfüllen. Just these today. Exactly what I need. Just what I was after. Brauchen wir noch Apfelzimt? Nee, habe ich jetzt nachbestellt. Ja, ist okay. Ist da. Ist genug da. Nice. Genau, da. Mal ich einfach die Apfelzimt mal hin, dann schmeiße ich da so lange mal die roten. Ist das neue Regal schon da? Nö, oder? Nee, der Laster ist aber eben weggefahren. Ja, wenn deswegen das wieder kommt, dann müsste noch mal so ein großes Ding kommen. Mhm. Da ist er. Okay, dann müssen wir gucken, wo wir das hinstellen, und dann müssen wir hier und Co. Ach, ich kann ja nicht springen, ganz vergessen. Wolltest du auch springen hier wieder? Ja, ich wollte nicht bespringen. Just what I was after. Wir können die Gurken nicht mehr einsortieren. Die sind da rechts irgendwo. Ne, da sind irgendwelche komischen grünen Äpfel. Ne, rechts, an diesem Regal, was ich da rechts bei einem anderen Regal hingestellt habe. Ganz rechts da sind Gurken. Guck mal. Ah, ja okay, die sind fliegen auch voll. Hä, was? Achso, ich muss die Kreditkarte nehmen. Das habe ich auf dich geachtet. Und deinen wohlgeformten Po. Ja, das ist doch das Wichtige, oder? Ja, ja. Wie hat Bampi schon geschrieben? Was? Irgendwas mit uns beiden. Weiß ich nicht. Irgendwas. Ach ja, mit Wichtel kann alles passieren oder so. Irgendwie sowas. Ja, da war was. Ach so, verlieb dich nicht in mich. Ich brech dir nur das Herz. Keine Sorge, das passiert nicht. Ah, ich weiß. Das haben schon andere gesagt. Aber ich kann dir eins sagen. Hier ist Chicken-Nudelsuppe. Ah. Die ist leer. Genau die war. Nee, die ist doch voll. Hier ist doch Chicken-Nudelsuppe. Okay. Die ist doch hier. Was? Die ist doch da. Dann war es nicht die Chicken-Suppe, dann war es die andere. Nice. Weil hier oben links, da war eine Suppe. Exactly what I need. Ich weiß nur nicht welche. Dann guck doch einfach mal, was es für Suppen gibt. Ja, das mache ich jetzt auch mal. So, was haben wir denn für Suppe? So, hier. Oder gut. Ich dachte, wir hatten bloß die Chicken-Nudelsuppe und die gehackten Tomaten. Bohnensuppe fehlt. Bohnensuppe ist unten. Unten rechts. Rechts? Ja. Die ist da. Gehackte Tomaten. Hammer da. Hühnersuppe. Hammer. Okay. Dann. Ist das vielleicht wirklich noch ein leeres Fach da? Ach stimmt, wir haben da irgendwie 12 Stück von. Bei Change Prices musst du auf Aktualisieren drücken, dann wird alles ausgelesen, was wirklich im Ding ist.
Aber ich glaube, da wird nicht ausgelesen, was in den Kartons ist noch. Das kann sein. Da. Sind wir schon wieder bei der vollen Folge? Avocados fehlen noch ein paar. Ist die Folge schon wieder fertig? Ja, müssten wir gleich mal eben wieder. Dann umgehen. Schließ bei Gelegenheit den Store, bitte. So, Leute, ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet viel Spaß. Wir machen jetzt eben kurz den Laden zu. Würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, es gibt leckere Sachen bei uns zu kaufen. Die Leute fahren immer noch Lamborghinis, wie wir sehen. Da sind schon wieder 3 Stück, die hier rumfahren. Der eine fährt mich auch wundervoll gerade an. Sehr guter Autofahrer. Würde ich mal sagen, beim nächsten Mal beuten wir die Leute noch ein bisschen mehr aus, bis sie nur noch Fahrräder fahren können. Und dann haben wir es wahrscheinlich. Bis dann. Ciao.